Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Roomtour. Wir haben ja ziemlich genau vor einem Jahr die erste Roomtour gedreht und seitdem haben sich natürlich einige Sachen verändert. Vieles hat sich für uns weiterentwickelt und wir haben natürlich auch an Gustav an der einen oder anderen Stelle ein paar Verbesserungen vorgenommen und das wollen wir euch heute sehr, sehr gerne mal zeigen. Und dadurch, dass es wohl ein sehr langes Video werden wird, haben wir unten eine Liste eingeblendet mit den Minutenzahlen oder beziehungsweise Zahlen, wann welches Thema aufkommt. Das macht es dann für euch leichter. Das heißt, ihr könnt zum jeweiligen Punkt springen, wenn euch nur bestimmte Themen interessieren. Also wie so eine kleine Zeitschiene. Korrekt. Wir haben uns überlegt, wir fangen wahrscheinlich gleich mal hier hinten an, arbeiten uns dann langsam so ums Auto einmal rum und zeigen euch mal, was sich hier alles so getan hat. Viel Spaß! So, mal kurz zu den Eckdaten. Was für ein Fahrzeug haben wir, beziehungsweise welches Fahrzeug fahren wir? Wir haben einen VW Caddy, offensichtlich. Baujahr 2017, 1,4 Liter TSI-Motor mit 125 PS und einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Wir haben circa 40.000 Kilometer jetzt auf dem Fahrzeug, haben das Fahrzeug mit ungefähr 8.000 Kilometer übernommen, sind also schon ordentlich damit Kilometer geschrubbt, voll geladen bis unters Dach mit Fahrrädern hinten drauf, auf der Autobahn so um die 120, gemütlich cruisend mit Tempomat verbrauchen wir um die 7 Liter. Wir schaffen es aber auch ohne Fahrräder bei 130 circa gemütlich auf der Autobahn mit 5,9 Litern zu fahren. Also wie ich finde, ein sehr, sehr sparsames Fahrzeug für einen Benzinmotor. Wir haben die Alltrack-Variante, das sieht man an diesen Applikationen, an diesen Plastikteilen, die um die Radläufe sind. Und das Fahrzeug ist auch leicht höher, aber ich glaube, es sind nur 4 mm, also gefühlt nichts. Wir haben aber kein Allrad, denn den gibt es leider nur beim 2 Liter Turbodiesel. Und Diesel kam für uns einfach nicht in Frage. Also ihr Lieben, die Ansicht von hier hinten hat sich gar nicht so viel verändert, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber es gibt im Detail doch ein paar Verbesserungen. Und zwar haben wir eine neue Matratze. Wir hatten ja ein Jahr lang circa die, jetzt mal unbezahlte Werbung, die Fortisline Matratze, die auch bei uns auf der Produktliste ist. Und die empfehlen wir auch nach wie vor, weil wir finden, preis-leistungstechnisch 70 Euro ungefähr mit Bezug, den man abnehmen kann und auch mal waschen kann und so weiter, echt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wer zum Beispiel seinen Minicamper vor allem am Wochenende nutzt oder mal für einen Kurztrip oder so, für den ist die Matratze echt unserer Meinung nach wie vor top, weil für das Geld kriegt man einfach im Zuschnitt mit Bezug nicht wirklich viel Vergleichbares. Da wir aber mittlerweile ca. 70, 80 Nächte im Jahr im Auto verbringen und auch wochenlange Urlaube damit machen, wie jetzt eben ja erst geschehen, wir waren jetzt ja wieder 21 Nächte circa unterwegs, haben wir jetzt eine andere Matratze. Wir haben den Bezug von unserer alten behalten. Wir haben einfach nur das Innenleben getauscht und das ist ein Kaltschaum. Hier haben wir, und das möchten wir jetzt auch explizit mal benennen, von saarschaum.de einen kleinen Nachlass bekommen und sind sehr, sehr zufrieden mit der Matratze. Wir schlafen darauf wirklich noch einen Ticken besser und wir beide zusammen bringen doch schon ein bisschen Gewicht auf die Waage und merken einfach, dass wenn wir so 2 Wochen unterwegs sind, man sich nach wie vor doch recht fit fühlt und sind da wirklich sehr, sehr happy mit.
Sieht aus wie die alte auch, ist nach wie vor klappbar, hat genau die gleichen Abmessungen, die da nämlich sind. 1,20 Meter in der Breite und 1,90 Meter in der Länge ist für uns die perfekte Lösung. Nach wie vor sind wir mit der Biberbox unterwegs und die hat sich, das müssen wir jetzt wirklich mal sagen, nach über 2 Jahren intensiver Nutzung eingebaut, ausgebaut, keine Ahnung, drauf geschlafen, Sachen drauf gestapelt, wirklich bewährt. Also die ist super robust verarbeitet. Wir sind damit nach wie vor super zufrieden und würden die auch immer wieder für den Preis empfehlen, weil gerade dieses Thema mit dem Auseinanderstecken und irgendwo verstauen und das Auto ist ruckzuck wieder ein normaler Camper, das hat sich für uns echt bewährt. Wir schwören nach wie vor drauf. Wir haben dennoch ein paar kleine Verbesserungen dran vorgenommen und das sieht man, wenn wir jetzt mal aufmachen. Wir gehen auch gleich noch ins Detail, aber einmal kurz zur Info. Hier, wo der Wasserkanister drin ist, hatten wir ja die Herausforderung, dass unser Wasserkanister, wenn der Hahn drauf ist, einen ganz, ganz kleinen Ticken zu lang ist. Deswegen haben wir hinten an dem Holz, das da eingesteckt wird, was abgefräst, ca. 3-4 mm. Das ist nach wie vor super stabil, aber das hat den Vorteil, wir können jetzt den Hahn drauf lassen. Die Biberbox geht nach wie vor einwandfrei auf und zu. Das ist total klasse, hat sich mega bewährt, ist nicht so viel Aufwand und irgendjemand, der eine Fräse hat, kennt man in der Regel ja dann doch. Was ihr natürlich jetzt auch noch seht, ist, die Biberbox bleibt jetzt gerade. Wir haben hier diese Gurte angebracht. Das sind ja so eine Art Rollladengurt, das heißt ein bisschen anders, es ist aus dem Outdoor-Bereich. Kommt von einem sehr, sehr lieben Freund, den wir hier auch gerne mal grüßen. Steffen, vielen Dank nochmal dafür. Das Material ist top, die sind einfach eingeschraubt. Es musste damals, ich bin ja manchmal doch so ein Fan von Quick and Dirty Lösungen, es musste damals schnell gehen. Wenn man das richtig macht, verwendet man natürlich Einschlag- oder Einpressgewinde, dass man das easy peasy wieder rausschrauben kann. Aber da unsere Biberbox meistens doch im Auto bleibt, ist das für uns so okay. Hat natürlich den riesen Vorteil, ich kann hier meinen Wasserkanister rausziehen. Wir machen den meistens nach oben. Ihr seht, hier ist nur noch halb Wasser drin. Dann bleibt da auf jeden Fall alles dicht. Bleibt es auch so, aber sicher ist sicher. Dann können wir den hier hinstellen, können da Wasser zapfen. Und das ist schon echt eine riesen Erleichterung, weil es kommt oft auf die Kleinigkeiten drauf an. Dann seht ihr, haben wir uns noch von unserem lieben Freund Felix, auch hier einen ganz, ganz lieben Gruß. Felix, vielen Dank nochmal. Wen es interessiert, Instagram-Account Henry lebt. Einfach mal reinschauen, wir verlinken es aber auch unten. Der hat uns diese schönen Kisten hier noch gebaut und das ist halt mega praktisch. Ich sichere das hier immer noch mit so einem kleinen Korken, dass es nicht hin und her rutscht. Uli macht sich da immer drüber lustig, aber ich finde es gut. Kiste zieht mal raus. Und wir kommen ja gerade aus unserem Urlaub. Hier ist noch alles voll, aber das ist ganz cool. Können wir euch gleich mal zeigen, was wir da so drin haben. Hier vorne massive Birke, auch lackiert. Genauso wie die Biberbox selbst auch. Und hinten zeigen wir euch gleich in der Nahaufnahme noch ein dünneres Material, um einfach Gewicht zu sparen. Genau dasselbe hier nochmal in klein. Hier ist nach wie vor so ein bisschen unser Badkram drin. Genau dasselbe lackiert habe ich sie selber. Die Kisten hergestellt hat der Felix für uns. Der macht das einfach bei sich in der Werkstatt ruckzuck. Kommen wir kurz zu unserem Kocher. Es gibt ein separates Video darüber, können wir euch gleich nochmal verlinken. Wir haben ja jetzt mittlerweile diesen Kocher mit so einem Keramikfeld und sind der Meinung, der verbraucht deutlich weniger Gas. Wir haben jetzt in 21 Nächten nur, ich glaube, 3 Gaskartuschen verbraucht, also eine die Woche. Und wir essen in der Regel schon 2-mal was Warmes oder machen irgendwas warm neben Kaffee. Also er scheint ein bisschen weniger Gas zu verbrauchen. Der ist hier drauf festgeschraubt. Das hat nichts mit einer Wohnmobilzulassung oder ähnlichem zu tun. Für uns ist das einfach nur so schöner. Der steht immer stabil. Wir können irgendwo abstellen, wo wir gerade wollen und kochen. Manchmal auch irgendwo auf einem Wandertisch oder sonst was. Und ja, kann einfach nicht verrutschen. Der wohnt nach wie vor hier. Wenn wir allerdings unseren Fahrradträger mit Fahrrädern bestückt haben, haben sich 2 Sachen etwas als Herausforderung dargestellt, nämlich an den Kocher und an den Wassertank kommt man dann nur recht schwer. Die wandern dann nach innen an eine andere Stelle. Das zeigen wir euch, wenn wir im Innenraum angekommen sind. Was wir nach wie vor immer noch so machen, dass wir hier oben unsere Decken liegen haben. Die sind gerade nicht da, aber
Macht nichts, ihr könnt euch das vorstellen, kann man auch in der ersten Roomtour sich nochmal angucken. Die liegen hier aufgestapelt und was hier liegt, das ist eine echt coole Sache, das ist nämlich unser faltbares Solarpanel, was wir verwenden für unsere Powerbox, zeige ich euch nachher. So, dann zeige ich euch mal, was hier in der Kiste drin ist. Die ist noch total unaufgeräumt, wie gesagt, Urlaubsmodus. Wir haben hier unsere Kaffeebecher drin, die konnten wir leider aufgrund der aktuellen Situation irgendwie gar nicht nutzen. Total schade, wir haben immer überall Wegwerfbecher bekommen. Hier ist unsere Schmutzwäsche, die zeige ich euch jetzt im Detail nicht. So, und jetzt geht es hier wieder los. Leere Flaschen. Ach ja, hier ist eine schöne Flasche Williams Schnaps, die haben wir geschenkt gekriegt von dem lieben Ottmar Bauer, wo wir 2 Nächte auf dessen Apfelhof übernachtet haben. Sehr leckeres Zeug. Ja, was ist hier noch drin? Eine Flasche Wein von der Uli. Oh Mann, eine Flasche Rosé-Champagner. Das war tatsächlich Ulis Geburtstagsgeschenk. Nicht, dass jetzt hier falsche Vermutungen aufkommen. Ein bisschen Glasreiniger. Ja, und ansonsten ist hier eigentlich Essenskram drin. Ne? Also, was weiß ich, ein paar Snacks, Milch, beziehungsweise hier ist es in dem Fall so eine Art vegane Sahne, bisschen Linsennudeln in dem Fall, noch eine 2. Gaskartusche als Ersatz. Hier hinten ist unser Omnia drin, Baked Beans, das weiß ich, noch Gaskartuschen. Also hier sind so Sachen drin, die wir nicht täglich brauchen. Das ist eher so ein Lager, weil wie gesagt, gerade wenn die Fahrräder drauf sind, kommt man hier einfach doch recht schlecht dran. Aber durch die passgenaue Kiste seht ihr, was wir hier für einen riesen Raum nochmal gewonnen haben. Und das ist echt mega praktisch. Und hier sieht man auch dieses schöne dünne Material, was der Felix für uns verwendet hat, was eben auch noch etwas Gewicht einspart. So, dann zeige ich euch nochmal, was in der kleinen Kiste drin ist. Wir nennen die immer Badkiste, aber so ein richtiges Bad ist es natürlich nicht. Hier ist mein Spiegel drin. Oder unser Spiegel. Sieht man die, Uli? Nee, noch ein Stück nach dorthin, ja. Hallo! sehr, sehr praktisch, wenn man in der Wildnis steht und sich doch mal irgendwie die Haare machen möchte. Ansonsten, das haben wir hier drin, ganz wichtig, eine Schaufel. Ihr wisst wofür, das erkläre ich jetzt nicht nochmal, aber ihr könnt es denken, dass wir damit keine Blumen umtopfen. Der Deckel für den Kanister ist hier drin. Dann haben wir hier nochmal, ich würde sagen, ca. 50 Meter Paracord in einer sehr, sehr guten Qualität. Wer Interesse hat, uns einfach eine Nachricht schicken, vermitteln wir gerne den Kontakt. Das ist Top-Zeug, das kommt nicht aus China und ist super, super stabil. Was haben wir hier drin? Ein bisschen Klopapier, Feuchttücher, so eine kleine Lampe für unterwegs, ein paar frische Waschlappen und ein bisschen hier Geschirrhandtücher und so ein Kram. Und was auch sehr praktisch ist und mittlerweile Einzug gehalten hat ins Auto, ist so ein Wassersack. Den kann man immer gebrauchen. Ich mache das zum Beispiel oft so, wenn ich auf dem Campingplatz duschen gehe, kommen hier meine frischen Klamotten rein, mein Kulturbeutel, alles Mögliche, weil die Duschwände doch oft nicht so gut abgetrennt sind. Dann hänge ich mir das irgendwo hin, nichts wird nass. Im Anschluss kommt da meine Dreckwäsche rein, ich gehe wieder zurück zum Auto. Super praktisch. Oder wenn wir paddeln gehen oder mit dem Sub unterwegs sind, mega Teil, kann ich nur empfehlen. Nimmt nicht viel Platz weg, wohnt hier und wenn wir es brauchen, nehmen wir es einfach mit. Man mag es kaum glauben, wir sind immer noch hier hinten am Heck, aber wir sind auch gleich durch. Nur ganz kurz, hier hinten kommt unsere Standheizung raus. Der Wärmeauslass ist hier in der Seitenverkleidung. Hier im Eck ist das Bedienteil. Die Heizung selber ist unterm Auto, aber dazu gibt es ein separates Video und ist auch bei uns auf dem Blog sehr, sehr detailliert beschrieben. Auch hierzu, zu unserem neuen Fahrradträger, gibt es ein separates Video, wo wir das alles ganz detailliert erklären, wo wir den Aufbau zeigen. Nur so viel dazu. Wir sind jetzt ca. 2800 Kilometer in unserem letzten langen Urlaub mit 2 Fahrrädern, normalen Fahrrädern, keine E-Bikes, hinten drauf gefahren. Das Ding scheint stabil zu sein. Ich nutze immer noch mal 2 Zurgurte und mache die Fahrräder richtig fix dran. Wir haben schon einen kleinen Servicefall gehabt, nämlich ist bei einem von diesen Befestigungspunkten hier was kaputt gegangen, haben aber schon vom Hersteller neue Teile zugeschickt bekommen. Also der Service scheint auch gut zu sein.
Es handelt sich um den Menabo Shadow und alle Details dazu gibt es im separaten Fahrradträgervideo. Ich darf euch jetzt die Seitenteile zeigen. Diese Kisten haben wir anfertigen lassen. Juri hatte die Idee dazu. Und zwar haben wir die so circa seit ein bisschen länger als einem Jahr, weil wir festgestellt haben, dass wir oftmals, wenn wir länger als eine Nacht irgendwo stehen, an ganz viele Dinge immer nicht rankommen, weil ja unser Bett dann aufgebaut ist. Und dementsprechend haben wir jetzt diese Kisten. Die lassen sich ganz einfach rausziehen und wir können sie eben auch als Abstellfläche nutzen. In der Beifahrerkiste haben wir zum Beispiel unsere Bialetti und unseren Milchaufschäumer, aber auch beispielsweise meine Kosmetiksachen, meine Kosmetiktasche und Dinge, die wir grundsätzlich zu Hause nicht verwenden, aber die sich beim Campen leider bewährt haben. Und zwar nutzen wir Allzwecktücher. Diese nutzen wir, um schnell irgendwas sauber zu machen, um wenn etwas umgeschüttet ist oder um wenn wir Dinge nicht unbedingt abwaschen können, weil wir irgendwo in der Natur stehen. Unser Verbrauch ist da auch nicht exorbitant. Und wie gesagt, wir versuchen das eigentlich so weitestgehend zu vermeiden, weil es eben doch sehr viel Müll ist, der dabei anfällt. Zudem nutzen wir auch feuchte Waschlappen oder Pflegetücher. Gerade wenn wir ein paar Tage wild stehen und keine Dusche haben, ist es für uns super schön, wenn man einfach die Möglichkeit hat, sich mit so einem feuchten Tuch unter den Achseln etc. einfach mal frisch zu machen, weil auch wenn wir campen, wir wollen nicht stinken. Zudem haben wir in der Kiste noch Dinge wie Sonnenmilch, After Sun und natürlich ganz wichtig Mückenspray. Und wir haben unsere Reiseapotheke hier drinne. Diese ist einfach gepackt mit unterschiedlichen Dingen, die man gebrauchen könnte, wie beispielsweise Brand- und Wundgel, Desinfektionsmittel, Ibuprofen, diese kleine Grundausstattung. Hinterm Beifahrersitz befindet sich unsere Kühlbox. Die können wir nur öffnen, wenn der Beifahrersitz nach vorne geschoben wird. Das geht für uns aber. Und in der Kühlbox ist für uns an sich genügend Platz, um darin Milch, Getränke, Aufschnitt und ein bisschen Gemüse zu kühlen. Wir machen das immer so, dass wir ein, zwei Getränke drin haben und dann eben nachlegen, wenn wir diese rausnehmen. Somit haben wir immer genügend gekühlte Getränke. Und ein separates Video dazu verlinken wir euch. Hier hinten haben wir bei unserer großen Reise uns jetzt entschieden, eine Tasche mitzunehmen, eine Reisetasche, weil wir einfach festgestellt haben, dass uns das noch ein bisschen mehr Platz ermöglicht. Und die Reisetasche kommt dann, wenn wir einen Parkplatz gefunden haben, wo wir stehen, auf den Vordersitz. Zudem haben wir hier hinten Boxen, die sind schon ewig alt, die hat Juri irgendwie mit in die Ehe gebracht und diese nutzen wir auch als Lagerraum, beispielsweise für Wanderschuhe, für warme Kleidung oder kühle Kleidung, je nachdem wohin es geht. Und den Zwischenraum dazwischen nutzen wir, um beispielsweise hier wohnt eigentlich unser Stativ drinne. Wir haben hier unseren Tisch, wir haben Bademäntel hier zwischen gesteckt und unsere Stühle sind, glaube ich, hier hinten auch in den Boxen untergebracht. Und diesen Zwischenraum nutzen wir jetzt seit diesem Urlaub für Kissen. Und zwar wirken die jetzt ganz dünn, die arbeiten sich aber gleich auf. Die haben wir gekauft, das sind Memory Foam Kissen, weil wir festgestellt haben, dass unsere Dinkelkissen zwar super sind, aber uns irgendwie gar nicht reichen und zu wenig sind. Und dementsprechend haben wir jetzt noch Memory Foam Kissen und ich bin jetzt nach 3 Wochen extrem zufrieden und zudem jetzt ist, wie ihr seht, hat sich das schon aufgearbeitet, kann man die eben ganz toll verstauen. Es gibt eigentlich auch noch eine entsprechende Tasche dafür und wir stecken sie eben einfach zwischen die Boxen. In dem schwarzen Sack befindet sich unsere Dreckwäsche und in dem grünen Beutel lagern wir meistens unsere frischen Einkäufe, Dinge, die man nicht kühlen muss, wie beispielsweise Brot, Äpfel oder Tomaten. Das hier ist unsere Küchenbox. Letztes Jahr hatten wir in dieser Box unsere Kleidungsstücke drinnen. Dieses Jahr haben wir aber jetzt diesen Fahrradträger und deshalb haben wir lange überlegt, weil wir wussten, dass wir nicht permanent rankommen, die Küchenschublade für uns aber ein essentielles Teil des Campers ist, dass wir sie hier reinpacken. Wir haben sie so aufgebaut, dass wir solche kleinen Plastikkisten nutzen. Die sind stapelbar und es passt verdammt viel rein.
Hier vorne haben wir unter anderem unsere Faltschüssel drin. Mit der sind wir nach wie vor höchst zufrieden. Zudem haben wir jetzt in diesem Moment Kaffeebohnen. Wir haben hier vorne alles, was mit Gewürz zu tun hat. Unter anderem, das ist jetzt natürlich leer, Öl und Essig. Und dafür haben wir einfach so kleine Rotkäppchenflaschen genommen und können das dann zu Hause abfüllen. Das heißt, wir müssen nicht immer wieder eine kleine Flasche kaufen, sondern wir können von unserem liebsten Öl und Essig einfach immer zu Hause abfüllen und uns entsprechend mitnehmen. Wir haben hier natürlich auch Salz fürs Kochen und unsere geliebte Pfeffermühle. Auch befindet sich hier drin Spüli, falls wir auf dem Campingplatz sind. Aber natürlich auch Gläser, worunter normalerweise unsere Kaffee-Emaille-Becher stecken. Diese haben wir nur gerade benutzt und deshalb wollen wir sie hier nicht reintun. Und natürlich Müllbeutel, weil Müll ist immer überall. Ihr kennt das. In der oberen Box befindet sich bei uns Essentials, die wir permanent brauchen, unter anderem Juris geliebtes Messer. Wir haben dann hier so eine kleine Tüte, worin sich immer noch, darin hat sich nichts geändert seit letztem Jahr, unser Besteck befindet und noch eine Schere mit dabei ist. Jetzt haben wir seit diesem Jahr ganz neu dabei eine Kaffeehandmühle, eine kleine Kerze, damit es abends auch schön romantisch ist. Etwas zum Anbraten. Hier drinnen haben wir unsere scharfen Messer. Die sind extra in so einer alten, ich glaube, das ist so ein Papier von der Küchenrolle, damit eben nichts passiert und man sich nicht schneidet. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Box, wo wir Gewürze reingetan haben und Knoblauch und Zwiebeln. Genau, und Juri hat hier eine kleine Messingbürste, um seinen Grill zu reinigen. Darunter befinden sich Dinge, die wir nicht so oft benötigen. Das heißt, wir haben hier immer eine Ersatzkartusche Gas, falls das natürlich, es geht ja immer beim Kochen alle, dementsprechend können wir es dann schnell nachändern. Und wir haben hier drin etwas Kochgeschirr zum Salat mischen, zum Umrühren etc. Wir haben hier einen kleinen Teevorrat. Ihr wisst, wir sind eher die Kaffeetrinker, deshalb den Tee gibt es nur in seltenen Fällen. Aber eben auch so etwas wie eine fertig vorgekochte Tomatensauce, die wir mitnehmen, einen kleinen Topf und auch nochmal eine Ersatz-Hafermilch. Die Seitenteile oder den Seitenplatz nutzen wir immer noch ganz gerne, um so etwas wie zum Beispiel fertigen Reis mitzunehmen. Das ist zwar leider auch in Plastik, aber für uns ist es total cool, weil wir super gerne Reis essen. Und dieser muss eben nicht ewig gekocht werden, sondern das reicht, wenn man ihn ein paar Minuten in die Pfanne mit reintut. Und dann hat man super leckeren Reis, den man essen kann. Oder beispielsweise auch so ein kleines Curry. Hier hinten drinne haben wir unter anderem unsere Emailleschüsseln. Diese befinden sich in unserer Salatschleuder. Jetzt denkt der ein oder andere sich, wozu nehmen die eine Salatschleuder mit? Wir essen ziemlich gerne Salat und den sollte man ja auch waschen, bevor man ihn isst. Und zudem nutzen wir dann die Schüssel quasi davon als Salatschüssel. Also für uns ist super praktisch, nehmen wir aber tatsächlich auch nur auf langen Reisen mit und nicht für ein zweitägiges Mikroabenteuer. Außerdem haben wir hinten drin noch unseren Topf und einen entsprechenden Deckel in der Seite. Eine Pfanne, die ist bei uns häufig genutzt. Und darunter befinden sich noch unsere Bambusteller. Wir haben eine kleine faltbares Sieb. Und dann haben wir hier unten drunter noch eingepackt unsere Grillplatte, womit eben wofür Juri die Messingbürste benötigt, um eben auf unserem Gasgrill noch kleine Dinge anzubraten. Haben wir dieses Jahr zwar nur, glaube ich, zweimal probiert, war aber hervorragend. Also macht wirklich Sinn, das ist eine gusseiserne Platte, verlinken wir euch unten. Tolle Ergebnisse. Wir werden wirklich sehr, sehr regelmäßig gefragt, wie wir unsere Lichterkette im Auto befestigt haben. Auch dazu gibt es ein separates Video. Irgendwie Verdunklung, Licht und Schatten im Minicamper oder so ähnlich heißt es. Blenden wir euch ein, nur ganz kurz. Die ist hier oben mit ganz einfachen Stecknadeln in den Himmel reingepinnt. Und dadurch, dass der Himmel so eine Struktur hat, selbst wenn man es eine wieder rausnimmt, sieht man eigentlich nicht, dass es drin war. Diese Stange hier,
dient natürlich zum einen dafür, dass die Lichterkette da dran hängt, hier ganz billig mit einem Kabelbinder gelöst, aber auch cool, hier hängen wir auch gerne unser iPad dran, abends sind unsere Köpfe ja hier an den Sitzen und dann haben wir hier wie so ein kleines Kino. In demselben Video, wo es um Licht und Schatten im Minicamper geht, sind auch unsere Thermomatten und die Matten, die auch hier drin schön dunkel machen, verlinkt. Das sind Matten von Projekt Camper. Hier haben wir damals einen kleinen Rabatt bekommen, deswegen möchten wir die gerne jetzt auch hier nochmal kurz erwähnen. Wir haben ein Set für das ganze Auto und die restlichen Matten haben wir in der Regel hier immer oben in dem Fach über unseren Köpfen. Damit können wir wirklich das ganze Auto verdunkeln und dann ist hier stockdunkel. Da kann man richtig gut ausschlafen. So ihr Lieben, ein Riesenthema im Caddy ist ja die Heckklappe von innen zu öffnen. Ein Wunsch, den auch wir ganz lange hatten. Wir wollten aber keine großen Umbauten vornehmen und bei den alten Caddys, so bis zum Dreier in etwa, ist es recht einfach. Da kann man das mechanisch mit einer Schnur lösen. Das geht bei uns leider nicht, weil die Heckklappe wird elektrisch bzw. elektronisch entriegelt und verriegelt. Unsere Köpfe sind ja meistens hier vorne zu den Vordersitzen gewandt. Es gibt aber eine Methode, nämlich kann man, wenn man jemanden kennt, der so ein VCDS-Gerät hat, das ist also ein kleines Steuergerät, wo man am Auto verschiedene Sachen auslesen kann und auch anpassen kann. Wenn man jemanden kennt oder einen Mechaniker oder so, der sowas hat, ist es wirklich eine Sache von 5 Minuten, dann kann man den Schlüssel und auch die Heckklappe umprogrammieren. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar können wir jetzt, wenn wir auf den mittleren Knopf von unserer Fernbedienung lange drauf drücken, einmal entriegeln und wenn ich dann nochmal drücke, vollständig entriegeln und die Heckklappe von innen aufdrücken. Wer wissen will, wie das geht, mein persönlicher Tipp, kommt zu uns in die Caddy Camper Gruppe DACH bei Facebook, stellt eine Anfrage, da treffen sich mittlerweile 2000 Caddy-Enthusiasten, die im Auto pennen und da wird genau beschrieben, wie man das mit dem Diagnosetool, mit diesem VCDS-Tool so programmiert, dass die Heckklappe von innen zu öffnen ist, ohne Änderung am Fahrzeug vorzunehmen. So, ich hatte ja vorhin gesagt, wenn die Fahrräder hinten drauf sind, ist es mit dem Kocher und mit dem Wasserkanister ein bisschen doof. Dann tauschen wir hier ein paar Sachen hin und her. Und zwar wird der Kocher mit dem Brett, wo der festgeschraubt ist, dann hier drauf gestellt. Wird so ein bisschen mit der Reisetasche und ein, zwei anderen Sachen noch fixiert, dass wir quasi immer an den Kocher kommen, ohne die Heckklappe zu öffnen. Und der Wasserkanister wird hier hinter den Sitz gelegt, wo jetzt die Schuhe stehen. Wenn ich den auf die Querseite drehe, dann passt er hier genau hin und ich kann meinen Sitz auch bis nach ganz hinten fahren, ohne da irgendwie Beeinträchtigung beim Fahren zu haben. Das hat einfach den Vorteil, stellt euch vor, Fahrräder hinten drauf, Kocher ist hier, Wasser ist hier, kannst du sofort arbeiten und hast nicht das Problem, immer da hinten noch die schwere Heckklappe zu öffnen. Zum Thema Energieversorgung. Diejenigen von euch, die uns schon länger folgen, wissen, dass es bei uns insgesamt ein ganz schönes Drama war. Ich habe dazu mehrere Videos gemacht. Ein Vergleichsvideo, 2 Einbauvideos. Mittlerweile ist alles wieder neu, alles anders. Wir haben die Zweitbatterie aus dem Motorraum verbannt. Das war ein Experiment, wo uns auch viele gewarnt hatten. Ich wollte es trotzdem probieren. Nur wer Dinge probiert, wird schlau im Leben. Es hat nicht funktioniert. Woran es genau liegt, kann uns tatsächlich bisher keiner sagen. Es waren verschiedene Profis involviert. Wir haben also auf eine autarke Lösung jetzt gesetzt, die fahrzeugunabhängig ist. Und zwar haben wir uns eine Yeti Goal Zero 500X zugelegt mit einem dazugehörigen 80 Watt Solarpanel. Und das ist hervorragend. Wir betreiben damit unsere Kühlbox. Das ist überhaupt kein Problem. Damit man Anhaltspunkt hat, die Kühlbox lief jetzt die letzte Nacht seit gestern Abend 19, 18 Uhr. Bis jetzt haben wir 13 Uhr komplett über die Batterie und hat noch 80% Kapazität. Also ich würde denken, dass man mit dem Yeti, um die Kühlbox zu betreiben, Handy laden, vielleicht mal die elektrische Zahnbürste aufladen oder sowas, locker
ich würde sagen, irgendwas zwischen 3 und 5 Tagen hinkommt. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, wie heute an so einem tollen sonnigen Tag, das Solarfeld zu nutzen, dann ist es fast unbegrenzt oder unbegrenzt, weil ich festgestellt habe, dass mit 50 Watt haben wir bisher maximal Leistung gehabt, über das Solarpanel geladen wird. Zum Vergleich, das mitgelieferte Netzteil für den Landstrom bringt auch nur 60. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Zudem kann man laden, während man fährt. Man hat also 3 Lademöglichkeiten. Während dem Fahren über einen Zigarettenanzünder, im Stand, wenn die Sonne scheint, über Solarpanel und wenn man Strom hat, über den Landstrom. Wir machen das also mittlerweile wie folgt. Die Yeti ist immer angeschlossen am Fahrzeug über den Zigarettenanzünder. Achtung, ausstecken, wenn man steht, weil die 12-Volt-Buchsen beim Caddy ja unter Dauerplus stehen. Das heißt, würdet ihr es dran lassen, würde tatsächlich dann irgendwann die Batterie leer gehen. Aber die Yeti wäre voll, also da ausstecken. Wir laden beim Fahren und unsere Kühlbox hängt tatsächlich dauerhaft mittlerweile an der Yeti dran. Das funktioniert super. Wir müssen da nichts mehr umstecken. Und das Einzige, was ich dann noch mache, ist ab und zu mal Solarfeld. Das stelle ich meistens dann aufs Dach, kann das schön ausrichten nach der Sonne. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Die Kompressorkühlboxen funktionieren damit. Jetzt fragen sich manche, wie macht das mit der Standheizung? Ein ehrliches Wort zum Thema Standheizung. Wir brauchen die doch seltener als gedacht, weil wir einfach nicht in diese kühlen Regionen fahren. Es ist aber schön, gerade am Morgen, wenn sich hier im Bereich der Frontscheibe natürlich ganz viel Kondenswasser gebildet hat, einfach die Heizung anzumachen, das ganze Auto mal wieder durchzutrocknen, selber warm zu werden. Und für die Sachen reicht das gut über die Starterbatterie. Wir haben die Webasto-Heizung so eingestellt, dass sie bei einer Unterspannung abschaltet. Das heißt, wir werden nie das Problem haben, dass wir nicht mehr loskommen. Vorher würde die Heizung oder die Lüftung, die wir auch gerne nutzen von der Webasto, einfach abschalten. Und somit geht das sehr, sehr gut in Verbindung mit der Starterbatterie und dem tragbaren Solargenerator, wie es ja auch genannt wird. Also unter uns gesagt, hätte ich das gleich so gemacht, mit der Kombi hätte ich mir viel Geld und Nerven gespart. Also, wenn ihr nur Handy laden, Kühlbox betreiben, mal die Drohnenakkus, mal die elektrische Zahnbürste oder irgendeine Kamera laden, so ein Ding hier, top. Spart euch das ganze Gewirsche hier mit einer Zweitbatterie, mit der Verkabelei, mit dem Eingriff in die Bordelektrik. Macht's einfach so, funktioniert hervorragend und macht richtig Bock. Und wenn ihr das Auto mal wechselt oder den Bus, nehmt ihr das ganze Ding einfach mit. Wir hoffen, euch hat das Video, unsere Roomtour 2.0, gefallen. Wenn ihr was vermisst habt oder wenn ihr sagt, Mensch, wie löst ihr das oder wie geht ihr damit um, dann schreibt uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Dann gucken wir, dass wir das mal bei Gelegenheit eingebaut bekommen. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, auch wie gesagt in die Kommentare und folgt uns auf Instagram. Genau, bis bald, bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gern den Kanal, lasst eine Bewertung da und wie ihr den Blog unterstützen könnt, lest ihr auf www.travelcaddy.de.